Song gibt es immer ein Bild, eine Melodie, ein Mensch, der Sprung einer Gazelle oder was auch immer. Für mich war es eine Geschichte. Es brannte im Wald, lichterloh. Alle Tiere rannten durcheinander. Plötzlich blieben einige von ihnen stehen, weil sie sahen, wie ein klitzekleiner Kolibri über den Flammen schwebte und aus seinem langen Rüssel einen Tropfen Wasser spie. Wie aus einer Stimme riefen sie: Kolibri, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Bring dich in Sicherheit! Was tust du da? Und der Kolibri antwortete: Ich tue meinen Teil. Ich tue nur meinen Teil. Ich leiste meinen Teil. Ich tue meinen Teil. Ich tue nur meinen Teil. Ich tue meinen Teil. Ja, ich tue meinen Teil. 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 Ich tue nur meinen Teil. Es gibt so viele Ideen, aber unter ihnen gibt es die eine. Die ist laut und die lässt sich einfach nicht wegschubsen, bis sie realisiert wird. Und tatsächlich fand meine Idee ganz bald einen Namen. Operation Kolibri. Und es war ganz leicht zu erklären. Ich wollte 10 bis 15 Leute finden, die Lust haben, 6 Monate lang ein eigenes Experiment zu entwickeln und zu verfolgen. Ein politisches Experiment. Natürlich sollte das etwas ganz Neues sein, nicht etwas, was sie schon bereits in ihrem Leben tat. Und selbstverständlich sollten alle Experimente eine bessere Welt dienen, eine nachhaltigere, eine gerechtere Welt. Und diese 10 bis 15 Leute würden sich jede 14 Tage treffen, um über das eigene Experiment zu sprechen und in der Gruppe Inspiration und Unterstützung finden. Dann sollten alle Erfahrungen gesammelt und später auf die Bühne des Pantheons in Bonn als Dokumentartheater präsentiert werden. Und gleichzeitig sollte filmisch das ganze Projekt dokumentiert werden. Wie soll ich sagen, es wurde 17 Leuten und Operation Kolibri nahm seinen Lauf. Ich schlief ein, weiß nicht mal wie und wann, als ich sah um mich rum, ob Panik. Ich erkannt tief im Schlaf, wo ich war, dort im Wald, wo Feuer lodern stieg. Es roch in meinem Traum nach Jasmin. Du warst klein, glitzerklein, leicht wie Schaum. Dein Schnabel lang und fein wie ein Schwert. Federkleid flimmernd im Feuerscheid. Ich bin Teil der Magie. Ich bin ein Kolibri und ich tue nur mein Teil. Hallo? Hallo, viel Spaß damit. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ich bin Dirk. Mein Thema ist Gender Equality, Geschlechtergerechtigkeit. Ist dein Thema eigentlich systemrelevant? Ich denke schon, weil es über die persönliche Ebene hinaus, also ob man sich als Mann oder Frau definiert oder welche weiblichen Aspekte man als Mann haben kann, geht es natürlich auch um Gleichberechtigung im Kern. Es geht um Emanzipation. Auch von Männern, das ist als Mann, was mich natürlich besonders interessiert, wie können wir als Männer Rollen übernehmen, die uns traditionell nicht zugeschrieben werden. Wieso sollten Frauen besser Kinder erziehen können als Männer? Da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Da geht es nicht nur um Elternzeit nehmen, es geht auch darum, dass man genauso gut wie Frauen entscheiden kann, welche Kleider Kinder morgens anziehen, wenn sie zum Kindergarten gehen. Das mag nicht systemrelevant scheinen, aber es geht darum, wie wir Gleichberechtigung in der Gesellschaft verstehen. Und das ist natürlich nur der Aspekt, den ich als Mann wahrnehme. Genauso geht es natürlich darum, dass immer noch Frauenarbeit viel schlechter bezahlt wird als Männerarbeit. Es gibt die gläserne Decke, dass in den meisten Firmen, die ich vor Augen habe, Frauen eben keine Managementtätigkeit einnehmen. Und auch da, glaube ich,
ist es wichtig, dass Männer sich solidarisieren und Frauen in ihrem Kampf dafür mehr Gleichberechtigung unterstützen. Ich sehe da keinen Widerspruch und das ist für mich sehr systemrelevant. Meine Rolle als Mann neu definieren. Vogue, Vogue, vieux navire, Vogue, Vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons des îles que les filles à matelots, nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Froh zu sein, das ist nicht, und wer froh ist, ist ein König. Ich bin Susanna. Mein Experiment ist nachhaltig konsumieren. Wir essen und trinken ja oft so nebenbei, als ob das irgendwie nicht so wichtig wäre. Dabei ist es wichtig. Es ist ja unsere Lebensgrundlage. Und ich finde es wichtig, eben deshalb auch achtsam zu konsumieren, weil es bedeutet, Lebensmittel auch wirklich zu genießen und somit auch das Leben zu genießen und eben nicht zu verpassen. Ich tue meinen Teil. Herzlich willkommen, liebe Backwaren. Grüß dich, ich bin der Franz. Ich bin von gestern. Ja, gestern, ich habe so da gelegen beim Frühstücksbuffet und niemand hat mich auf den Teller mögen nehmen und das ganze Salz ist schon von mir oberbröselt. Was machen wir jetzt? Ach, Liebelein, bei uns in Köln sagt man, das wird schon wieder, das hätte noch immer gut gegangen. Mon cher Franz, für mich bist du immer noch knackig und zum Anbeißen. Ich habe den Glauben an die Menschheit schon lange verloren. Die Menschen sind so wählerisch geworden. Dieser frische Wahn. Ich habe diese Wegwerfgesellschaft so satt. Manchmal glaube ich, es wäre besser, wir wären nie gebacken worden. Was hat er gesagt? Wir hätten nie gebacken werden sollen. Hat er das wirklich gesagt? Was hat er gesagt? Habe ich das richtig verstanden? Hast du? Stell dir vor, ohne dich. Nie ein Leben ohne dich. Ich gebacken werden. Mein Name ist Kwame, mein Projekt ist mein Garten, mein Leben. Die Welt ist ein Teil von mir. Mich selbst zu akzeptieren in meiner Art, in meinem Sein, ist für mich oft schwierig gewesen, ist auch immer wieder noch schwierig. Was ich an Veränderung spüre, ist, dass ich noch bewusster jeden Moment versuche wahrzunehmen. Schön ist es, wenn ich mich mit meiner langsamen Lebensart, mit meinen langsamen Gedanken wohlfühle. Ob das die richtige Methode ist? Was träume ich? Was träume ich? Dass der Frosch und die Schnecke ihren Platz
bei meinem Salat haben? Wie kann ich die Waage halten zwischen Leben und Tod? Man kann zum Beispiel auch Wolle um die Pflanzen legen. Das mögen die Schnecken nicht, den Geruch. Wenn ich liebevoll in die Welt reinschaue, werde ich auch eine Lösung finden, mit den Wesen, die mich umgeben, umzugehen. Hallo, mein Name ist Frieda und mein Experiment ist vegetarisch leben. Während der 6 Monate, ich habe das jetzt nicht explizit mit Menschen besprochen, es wurde eher zum Thema, als es aufgefallen ist. Also zum Beispiel, als es um das Weihnachtsfest ging, um das Weihnachtsessen, ob jetzt mit der Arbeit oder mit der Familie, da war dann doch die Verwunderung, warum ich kein Fleisch essen würde oder wollte und was man da jetzt als Alternative tun könnte. Da waren auch ganz unterschiedliche Reaktionen von Verwunderung, Bewunderung bis hin zu Unverständnis. Warum machst du es dir so schwer? Sonst habe ich es eigentlich für mich ausprobiert, neue Gerichte gekocht und auf Fleisch verzichtet. Heutzutage ist es kein Problem mehr, fleischlos zu leben. Alles ist möglich. Fleisch schmeckt einfach lecker. Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Das ist Tradition. Und wo soll ich denn sonst meine Proteine herbekommen? Ich muss doch irgendwie trainieren. Und zu Kräften kommen. Den ganzen Tag essen. Von morgens bis abends. Das ist super. Kuscheln mit meinen Freunden und meiner Familie. Auf engstem Raum. Einfach klasse. Toilette und Wohnzimmer. In einem. Wer hat das schon? Bewegung wird doch eigentlich eh überbewertet. Mein Name ist Mara und mein Experiment war die Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit. Wir haben auf der einen Seite Sprache, das, was uns alle verbindet, Sprache als Mittel der Kommunikation, und auf der anderen Seite eben den krassen Gegensatz Sprachlosigkeit, das Unvermögen, sich ausdrücken zu können, Machtlosigkeit, an einen Ort zu gelangen und einfach nicht mehr weiter zu wissen, Hilflosigkeit. Und ist ja so prima, der Name ist Lakri. Aber sicher, Lakri. Ist ja scharf, beste Bruder. Es ging bei mir eben auch viel um die deutsche Sprache, was es heißt, Deutsch als Sprache eben erst lernen zu müssen. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt gerade nicht über das Sprachvermögen verfügen würde, auszudrücken, was ich fühle? Das hat man jetzt nicht verstanden, oder was? Darüber hinaus stellt sich eben auch ein bisschen die Frage, was hat Sprache mit Identität zu tun und was hat Sprache auch mit Zuhause zu tun? Wie kann das beim Ankommen helfen, wenn man erstmal rausgerissen wird aus dem, was man kennt und plötzlich gar nicht mehr sprechen kann und die neue Sprache Teil deiner Identität wird? Ich bin Philipp und mein Projekt ist es, meinen eigenen Umgang mit Lebensmitteln zu hinterfragen und ihn mit anderen Kulturen und anderen Arten und Weisen, wie man mit Lebensmitteln umgehen kann, zu vergleichen. Ja, also mit meiner Großmutter verbinde ich vor allem, dass man nach der Schule nach Hause kommt oder zu ihr an den Esstisch kommt, zusammen isst mit der ganzen Familie, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich einfach umschlossen, und das ist einfach ein schönes Gefühl. Das gibt einem so ein gewisses Gefühl der Sicherheit, des Ankommens, des Dabeiseins, und das hat sich eigentlich durch mein Leben gezogen, auch insgesamt der Umgang mit Lebensmitteln, ob es jetzt bei meiner Oma ist, bei meinem Vater, der das über meine Oma mitgetragen hat. Das war immer eigentlich ein ganz schönes Gefühl für mich. Darüber habe ich mich in meinem Projekt sehr stark mit auseinandergesetzt. Einfach, wie gehen wir mit Lebensmitteln um, wie zelebrieren wir das, und vielleicht, wie machen das andere Kulturen, andere Menschen, und gerade global gesehen vielleicht auch andere, die es nicht so gut haben mit Lebensmitteln wie wir, und dass man schaut, was könnten wir vielleicht besser machen und wie könnten wir uns auch dankbar dafür zeigen. Hallo, mein Name ist Christian und mein Projekt ist Müllvermeidung im Alltag. Es war ja so, wir hatten alle unterschiedliche Projekte, und
wir mussten halt nicht unbedingt großartig uns in alle Richtungen engagieren, sondern hatten halt jeder konkret seinen Part und ich glaube, das hat für mich das am stärksten fühlbar gemacht. Für mich ist jetzt nur der Part mit der Dokumentation von dem Zero Waste Part ansatzweise zu Ende. Allerdings habe ich noch weitere Experimente, zum Beispiel den Bunkomposter und den Bokashi, und die sind ja noch nicht fertig. Da steige ich jetzt erst so richtig ein, direkt am Ende der Dokumentation, also es geht auf jeden Fall bei mir weiter. Was mich unheimlich interessieren würde, deinen ersten Eindruck, ob du den direkt künstlerisch gesehen hast, ob du ihn so schon auf die Bühne gesehen hast. Also erstmal, was sehr spannend ist an den Teil oder bei den Teilnehmenden, dass die so spannende Projekte haben und so konsequent auch schon dabei sind, ihr Vorhaben umzusetzen. Und das ist ja erst ein Monat her, aber es gibt schon so viel Material und schon so viele Geschichten, die sie erlebt haben. Also heute hatten wir ja zum Beispiel schon eine Banane mit Identitätskrise. Das war so genial. Wisst ihr, ihr könnt doch so viel aus mir machen. Zum Beispiel Bananenbrot, ein Smoothie, Milchshake, Püree, Kompott, im Kuchen oder zum Eis. Weil sie weggeworfen wurde, ich meine, solche Geschichten sind Gold wert. Ja, oder wir hatten schon einen Apfelbaum auf der Bühne. Das muss für doch mich schön als sein, Regisseurin, ne? Ist das natürlich Gold wert. Das macht mir natürlich sehr viel Spaß. Also das kann ich auch ganz doll spüren. Und das ist echt ein Segen, weil wir ganz am Anfang nicht so gedrückt haben auf dieses Thema, sondern mir war es auch wichtig, Leute zu finden, die sich primär für diesen politischen Akt entscheiden und sekundär für, ich bin bereit, darüber zu reden. Zunächst ging es darum, eine Entscheidung zu treffen. Und ich sehe, jetzt nimmt es seinen Platz ein. Wo du jetzt ankommst, ist die Bereitschaft bereits da? Ja, das ist ja natürlich der erste Schritt, dass man eine Leidenschaft hat, ein Ziel, ein politisches Wollen. Und wenn das da ist, dann kann man ja damit alles machen. Dann kann man das auch wunderbar szenisch auf die Bühne bringen. Politisches Engagement kann Freude machen. Jawohl. Es ist eigentlich wie ein Kind, das Radfahren lernen will. Der fällt auch tausendmal auf dir rüber und macht den noch weiter. Wenn ein Mensch eine Hürde auf sich nimmt, um Tierversuche zu stoppen, dann hat er auch Freude. A, weil er einmal Verbündete unterwegs finden wird, und B, weil er das tut, wofür er brennt. Er ist unterwegs, wie das Kind das Rad fahren lernt, in seiner Entwicklung. Er ist unterwegs und das ist wie eine Reise, allerdings keine Reise als Tourist. Ich bin Fortbildungsreferent für gewaltfreie Kommunikation. Also es ist momentan eine wirkliche Passion von mir, Leuten auf Basis der gewaltfreien Kommunikation beizubringen, wie kann ich Dialoge mit Menschen führen, die definitiv in bestimmten Aspekten ganz anders ticken wie ich selbst. Und wie kann der Dialog so erlaufen, dass die Menschen sich auf der gleichen Augenhöhe begegnen, sich gegenseitig berühren mit dem, was sie sagen wollen. Ja. Wohlwissen, dass da ganz viele sehr herausfordernde Themen drin sind. Oh ja. Heute geht es halt eben um die vielleicht schwierigste Baustelle, nämlich der Frage nachzugehen, woher kommen denn meine Werte, welche prägende Erfahrungen habe ich gemacht, dass ich bestimmte Werte zu mir genommen habe. Und wenn ich das erkennen kann bei mir selbst, dann ist natürlich klar, dass mein Gegenüber, der vielleicht ganz anders denkt wie ich, auch nur prägende Erfahrungen gemacht hat. Und das bei mich selbst zu erkennen, das beim anderen zu erkennen, das kann halt zumindest ein spannender Prozess sein, aber auch kein einfacher. Mich hat an der Idee des Kolibri-Projektes besonders diesen Aspekt berührt, dass ich sehe, es will etwas getan werden und dieses Tun mache ich unabhängig davon, wie ich die Erfolgschancen einschätze. Dass also nicht der Erfolg mich leitet, sondern die Sache an sich, die treibt mich an und ich tue, was getan werden soll. Alles schrie, unsere Welt lichterloh, aussichtlos, keine Flucht nirgendwo. Da sah ich dich schwebend in der Luft.
wie er auf das Feuer Wasser spie. Nur ein Tropf aus seinem Rüssel fein, nur ein Blick zu mir hin wie ein Pfeil. Dann flog er wie ein Blitz rasch davon, dann hört ich in mir die Melodie. Ich bin Teil der Magie, ich bin ein Kolibri und ich tu nur mein Teil. Als wir damals in der Konzeptionsphase des Projekts über mögliche Herausforderungen gesprochen haben, haben wir viele Eventualitäten berücksichtigt. Aber eine ganz bestimmt nicht. Und das ist der Ausbruch einer weltweiten Pandemie. Mit Corona war dann auch der Traum von der Aufführung im Pantheon-Theater schnell passé. Stattdessen haben wir vermehrt den Diskurs ins Digitale verlagert und weiter auf Blogbeiträge, Social Media und kurze filmische Clips gesetzt. Ich bin Farfane und mein Projekt ist Müll aufsammeln. Wie hast du diese Corona-Epoche erlebt? Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, weil ich in diese Zeit mit meiner Familie bringen konnte und auch ich habe mich auf meine Fachsprachprüfung vorbereitet. Trotzdem habe ich immer Angst gehabt wegen meiner Familie, meiner Freunde. Corona hat auch eine sehr große Auswirkung auf mein eigenes Projekt in Kolibri, weil ich konnte nicht mehr den Müll aufsammeln. Ich war natürlich sehr traurig am Anfang, weil wir uns als Gruppe nicht mehr treffen konnten und ich auch meine Foodsharing-Aktivitäten einstellen musste. Ich habe es aber auch als Chance gesehen, zum einen für mich persönlich. Ich habe mich viel mit dem Projekt inhaltlich beschäftigt. Auf der gesellschaftlichen Ebene fand ich die Zeit super spannend. Wie ist das jetzt, dass die Leute halt eben mit so viel Anordnung von oben umgehen und auch die Widerstände, die man mitbekommen hat und ganz viele Diskussionen? Was passiert hier eigentlich gerade in der Welt? Ist da vielleicht auch eine Chance? Und neben all den negativen Auswirkungen, die es natürlich gibt durch Corona, habe ich auch gesehen, dass viele soziale Missstände jetzt erstmal so da nochmal ein Brennglas drauf gerichtet wurde. Es gibt heute Gesichtsmaske und Handschuhe auf der Straße und die sind auch eine Gefahr für die Gesundheit, die sind hoch riskant und hoch infektiös. Man hat ja auch gesehen, dass die Politiker durchaus in der Lage sind, in einer Krise adäquat oder sehr schnell auch zu reagieren und zu handeln. Und ich hoffe jetzt einfach, dass in Bezug auf die Klimakrise man eben ja, das Problem angeht. Das Phänomen Photosynthese hat nie aufgehört, mich zu faszinieren. Die Fähigkeit, Sauerstoff zu produzieren, haben die Bäume. Wir Menschen nicht. Dabei brauchen wir Sauerstoff zum Überleben. Und obwohl die Bäume in ihrer Überlegenheit, Souveränität und Großzügigkeit so erhaben sind, neigen wir nicht dazu, sie zu ehren und als systemrelevant zu erklären. Das ist absurd. Das war ein tolles Projekt für dich, ein sehr gelungenes. Das war großartig. Ja. Sechs Monate fand ich wirklich gut und das hat sich als gut erwiesen, auch, weil das war lang genug, um zu checken, es verändert sich wirklich was, das erreicht unser Unterbewusstsein, diese Veränderung. Es war aber auch kurz genug, dass man das überstehen kann. Ja, das Tolle an der Geschichte ist auch, dass es diese Überzeugung transportiert, dass globale Veränderungsprozesse beim Individuum anfangen und auch schon vermeintlich kleinere Beiträge für mehr nachhaltige Entwicklung in der Summe große Wirkungen entfalten können. Für mich war das auch wichtig, so dieser alte Gedanke, so alt ist sie auch nicht, dieser alte Gedanke der Konvivialität auch mit ins Boot zu nehmen. Das war doch auch eine super Idee, die 17 Ziele mit ins Boot zu holen, um den Teilnehmenden eine grobe Orientierung für ihre eigenen Experimente zu geben. Ja, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ein sehr ambitioniertes politisches Programm, aber in unserem Projekt
auch ein Gegenentwurf oder eine Neuinterpretation dieser Ziele auf individueller Handlungsebene? Politik, ja klar, weil das ein politisches Projekt ist. Kommunikation, weil Kommunikation das Allerwichtigste ist, was wir als Instrument füreinander haben. Mit uns selbst die Kommunikation und die Kommunikation miteinander. Und logischerweise auch ein Stück weit die Kommunikation ganz nach außen, was aber schon das dritte Thema, nämlich die dritte Säule, die Kunst schon mit sich trägt. Ne? Weil die schönste Möglichkeit, etwas zu lernen oder zu verändern, ist das zu spielen oder zu erproben in einer spielerischen Art und Weise. Was ich daran so spannend finde, ist auch dieses Spannungsverhältnis zwischen individueller und kollektiver Verantwortung und vor allem auch die Vereinbarkeit von Engagement mit Familien, Berufsleben, Alltag. Was mich auch ein ganzes Stück berührt hat, ist auch zuzusehen, wie die Gruppe sich vernetzt hat. Nicht nur in ihren Aktivitäten, in den verschiedenen Aktivitäten außerhalb der Sitzungen, sondern auch Freundschaft sind da entstanden, Vernetzung mit Gruppen außerhalb des Kolibri-Projekts. Großartig fand ich das. Ein Kolibri lässt sich nicht von Emotionen wie Angst oder vermeintlich vernünftige Gedanken leiten oder bremsen. Er schaut tief in seinem Herzen und handelt. Aus seinen langen Rüssel speit er einen Tropfen Wasser. Ja, er ist ja auch kein Feuerwehrmann, er hat auch nicht das Equipment, aber er kann gut fliegen. Ja, du wirst mir sagen, was soll denn ein Tropfen Wasser überhaupt einrissen? Du hast recht, aber der Kolibri kann auch etwas anders. Er kann berühren, er kann uns alle berühren. Und dann macht das schon was aus. Frag mal einen Feuerwehrmann, was Regen ausmacht. Es geht eigentlich gar nicht darum, erstmal nicht darum, genug zu tun, sondern es geht darum, überhaupt etwas zu tun. Alleine kann man nie genug tun. Und ich glaube, der Kolibri verdeutlicht eben genau das. Wir sind ja nicht alleine, wir sind ja quasi ein großer Schwarm. Und wenn jeder seinen Anteil tut, dann tun wir vielleicht hinterher alle genug. Aufgewacht aus dem Schlaf, erst einsam, waren wir die geworden, die wir sind. Weil wir wollen, weil wir können, macht es Sinn. Gemeinsam sind wir ein Vogelschwarm. Ich bin Teil der Magie, ich bin ein Kolibri. Und ich tue nur mein Teil. Am 10. Mai 1994, nach 27 Jahren Haft, sprach Nelson Mandela als freier Mann und Präsident. Wir, kleine Kolibris, wir horchten, lernten und verinnerlichten seine Worte. Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Es ist unser Licht und nicht unsere Dunkelheit, das wir am meisten fürchten. Wir fragen uns, wer bin ich denn? Und von mir zu glauben, ich sei brillant, großartig, begabt und einzigartig. Aber genau darum geht es. Warum sollten wir es nicht sein? Wir sind Kinder dieser Welt. Uns klein zu machen, nützt diese Welt nichts. Es sorgt nicht von Erleuchtung, wenn wir uns zurücknehmen. Nur damit andere Menschen um uns herum sich nicht verunsichert fühlen. Und ja, wir alle sind aufgefordert, wie ein Kolibri zu handeln und zu leuchten. Denn dieses Leuchten ist nicht nur in einigen von uns drin. Nein, es ist in jedem.